In diesem Video nähen wir einen Bolero, der 46 cm Puppen wie meinem Amelie-Schnitt und American Girl und Our Generation passt. Lege die vorderen Bolero-Teile rechts auf die hinteren. Und nähe sie entlang der Schulternähte zusammen. Kräusele die Oberkanten der Ärmel. Stecke und nähe die oberen Ärmelkanten rechts auf rechts an den Armöffnungen der Bolero-Teile fest. Und nähe die Ärmel am Bolero-Teil fest. Schließe als nächstes die Seitennähte des Boleros. Wende eines der Bolero-Teile nach außen und stecke es rechts auf rechts in das andere hinein.
Nähe entlang der Hals-, Rücken- und Vordernähte. Lass eine Wendeöffnung von ca. 4 bis 5 cm an der Rückennaht. Wende den Bolero durch die Wendeöffnung nach außen und stecke die Wendeöffnung mit Stecknadeln zu. Steppe entlang der Hals-, Rücken- und Vorderkanten des Boleros und schließe dabei die Wendeöffnung. Wende die unteren Ärmelkanten nach innen und stecke sie fest.
Nähe entlang der unteren Ärmelkanten. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Wenn du das passende Kleid und die passenden Schuhe dazu auch nähen möchtest, die Videos und die Links zum Schnittmuster sind unter dem Video verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!